Der Film Freakshow beginnt mit einem Rockkonzert und mit dem wirklich begeistertsten Publikum aller Zeiten. Wer genau hinschaut, findet in der ersten Reihe jemanden, der seine Hände wirklich übermotiviert in die Höhe reißt. Ja, herrlich! Ich muss aber zugeben, so wie diese Szene inszeniert ist, komme ich mir teilweise vor wie bei der Rap-Party von Dance of the Demons. Vor allem, weil die Szene dann damit endet, dass irgendjemand eine Tür öffnet, Dämonen nach draußen stürmen und dann die Szene aus ist. Credits! Könnte mir irgendjemand ganz kurz erklären, was genau da jetzt eigentlich passiert ist? Wobei, ich muss zugeben, der Typ dürfte nicht der Einzige sein, der vielleicht von dem Film nicht ganz so begeistert war. Der Cast macht generell vielleicht einen etwas, man könnte fast sagen, sedierten Eindruck. Also ein weiterer Lieblingsmoment von mir dahingehend ist die Frühstücksszene, die dann eh gleich im Anschluss kommt. Da gibt's einen Jungen, der seinen Kopf wirklich sprichwörtlich in den Cornflakes versenkt hat und während dieser ganzen Szene nicht ein einziges Mal aufschaut. Und vor allem, wenn wir uns dann unseren Hauptcharakter Johnny näher anschauen, der erinnert mich ein kleines bisschen an eine jüngere Version von Jeff Daniels aus Dumm und Dümmer. Vor allem, wenn wir dann weitergehen in die Schule und dort eigentlich die Szene nur die Bedeutung hat, ein kleines bisschen Exposition Dump Up zu dumpen und einfach nur zu erklären, dass in diese Kleinstadt namens Mill Basin irgendein Rockkonzert kommt, dass der Elternrat dagegen ist, natürlich, dass sich die Jugendlichen wahnsinnig drauf freuen und ganz ehrlich, bei dem wahnsinnigen Ausmaß an Backstory, das der Film bis jetzt schon über uns hereinregnen hat lassen, wundert's mich, dass der Streifen schon sagenhafte 10 Minuten lang dauert. Als nächstes kommt eine cartoonhafte und wahnsinnig überzeichnete Szene von diesem Elternrat, die mich ein kleines bisschen an das PTA-Meeting aus South Park erinnert, wo eine Frau sogar die Lyrics von irgendeinem Rocksong vorliest und dann meint, wie böse, böse das ist und alle immer so, Rockmusik ist wirklich, wirklich böse. Und ich denke mir, ja warte mal, bis du es rückwärts abspielst, aber egal. Das Einzige, was ich bei solchen Szenen eigentlich immer nur traurig finde, ich meine, sie sind wahnsinnig übertrieben, sie sind wahnsinnig witzig, aber sie sind leider auch wahnsinnig wahr. Und man darf nie vergessen, dass der Grund für diese Szenen einfach darin liegt, dass manche Leute auf verschiedene Musikrichtungen tatsächlich so reagieren. Und das ist, finde ich, kein guter Moment, um Witze drüber zu machen. Gut, außer vielleicht dann diesen einen, weil ich muss dann doch dazu sagen, der Film, so wie er auf mich wirkt, ist, ich muss zugeben, ich bin kein Kind der 80er, also ich bin Ende der 80er geboren, meine erste Dekade, die ich jetzt wirklich aktiv miterlebt habe, waren die 90er, aber trotzdem, so wie ich das Ganze aus Filmen kenne und aus anderen Medien kenne, habe ich doch den Eindruck, dass das Feeling von Freakshow wirklich wahnsinnig 80s ist, mit den Charakteren, mit den Settings, mit der Art einfach, wie der Film inszeniert ist. Und zwischendurch kommt einfach so eine slapstickhafte, eine cartoonhafte Atmosphäre auf. Und auch wenn in dem Film möglicherweise nicht durchgehend jetzt so wahnsinnig viel passiert, irgendwie fühlt man sich meiner Meinung nach bei Freakshow einfach nur irgendwie wohl. Man taucht ein in diese Filmwelt, man lässt sich mehr oder weniger auf oberflächlichem Level berieseln und hat einfach seinen Spaß daran. Ja? Vor allem Johnny wird es dann irgendwann einmal wütend, weil nach diesem Treffen und nach anderen Sachen, irgendwie glaubt er nicht, dass dieses Konzert wirklich stattfindet, weil irgendwie Mill Basin ist so eine kleine Stadt. Wieso sollten sich die Rockgrößen wirklich dorthin verirren? Berechtigte Frage. Und er will jetzt aus Wut die Stadt rot färben. Und zwar nicht so wie Lionel in Braindead in einem Rasenmäher, sondern er nimmt sich einfach einen Kübel mit roter Lackfarbe, die er dann auf der Straße stehen lässt und die dann einfach zu brennen beginnt. Ha, gut, lassen wir das. Das Konzert beginnt dann in der 21. Minute und mehr oder weniger liefert es uns jetzt dann 4 Minuten lang zwei Rocktracks, die meiner Meinung nach wirklich gelungen sind. Der Film bietet meiner Meinung nach auch wirklich coole Konzertatmosphäre und das Ganze ist ziemlich genial inszeniert.
Nur der nächste Tag in der Schule wird dann irgendwie komisch, weil die Klasse ist nicht nur ruhig, sondern sogar irgendwie schon fast apathisch. Und das Erste, was wir dann erfahren, ist, dass eine Schülerin meint, die Band habe ihren wahren Fans fürs nächste Konzert Gratiskarten geschenkt, wo ich mir natürlich frage, was wird das Management dazu sagen? Aber gut, am Parkplatz gibt es schon Schlägereien wegen den verkauften Schallplatten. Das gibt's heute zum Beispiel, glaube ich, kaum mehr, weil ich habe noch nie erlebt, dass sich irgendjemand über einen MP3-Download, also egal. Es gibt dann eine meiner Lieblingsszenen aus dem Film, ist die mit der Schallplatte, die sich immer wieder selbst einschaltet. Also der Vater geht hin, dreht den Schallplattenspieler ab. Dann setzt er sich hin und die Platte fängt wieder an zu spielen. Wenn er dann näher hingeht und sich die Platte anschaut, dann hat die quasi so Ausschlag und Pusteln. Schaut quasi so aus, wie ich mir immer eine Justin Bieber CD vorstelle. Und obwohl die Schallplatte so verformt ist, wie vielleicht in Nightmare on Elm Street 2 beim Aufwachen in diesem etwas erhitzten Haus, läuft die Musik komischerweise fehlerfrei weiter. Und bis dann ein Facehugger aus dem Lautsprecher kommt und den Vater hineinzieht, inklusive einem befriedigten Rülpser am Ende. Wer glaubt, dass ich das erfunden habe? Der Film heißt Freak Show und es gibt ihn auf DVD und Blu-ray im Mediabook. Testet es selber, wenn ihr mir nicht glaubt. In der Filmminute 37 kommt dann quasi der zweite Konzertabend, diesmal schon mit den ersten Gesichtstransformationen durch die Magie des Jump Cut, quasi so wie wenn He-Man dasteht, by the power of Jump Cuts. Ja, hey, Dolph Lundgren in dem Film, das wäre sicher witzig. Naja, wir sehen dann, wie unser begeisterter Frühstücksjunge am Boden sitzt und mit irgendwelchen Actionfiguren spielt. Wesentlich begeisterter noch als vorher. Und die besiegten Actionfiguren, die landen einfach im Kamin, bis dann der Erwachsene, der neben ihm sitzt, plötzlich sagt, oh, du bist ja auch noch wach. Geh wirklich! Du meinst, dass 2 Meter von dir entfernt ein Kind sitzt, das mit Actionfiguren spielt, das dabei Geräusche macht, das diese Figuren in den Kamin wirft. Du schaffst es nicht zu bemerken. Aha! Was für eine Überraschung, dass der noch wach ist, ja? Sowohl quasi eine Lärm- als auch eine Geruchsbelästigung darstellen muss in diesem Wohnzimmer. Und du schaffst es trotzdem, deine Zeitung zu lesen. Oh, du bist ja auch noch wach, Dolly? Naja. Aber trotzdem muss man zugeben, langsam spitzt sich die Lage in Mill Basin immer weiter zu. Es passieren dann sogar die ersten Morde, was so weit geht, dass sogar Johnny seinen eigenen Vater erschießt. Und wenn wir dann den nächsten Tag wieder in der Schule verbringen, erinnert mich der Film ehrlich gesagt immer mehr an die Klasse von 1984. Die Schüler sitzen da, singen quasi im Chor nur Damiens Namen. Damien, Damien, Damien. Und der Lehrer hat quasi keine Chance mehr, irgendwie dagegen anzukämpfen, aber er ist irgendwie auch der Einzige, der dieses Chaos wirklich bemerkt und wirklich glaubt und wirklich irgendwie den Zusammenhang zwischen diesen Konzerten und diesem komischen Verhalten sieht, wo ich mich ehrlich gesagt frage, was denken sich die anderen? Naja, und beim dritten Konzertabend haben wir dann eigentlich fast kein Konzert mehr, sondern nur irgendein dämonisches Ritual, wo Damien schon quasi das Weiße aus den Augen rauskommt. Und ehrlich gesagt, dafür, dass das ein Film mit vielen bekannten Rockmusikern ist, der scheinbar sicher zu einem gewissen Grad die Musikrichtung feiern möchte, kommt sie irgendwie nicht ganz so gut weg, muss ich irgendwie gestehen. Aber wir haben die notwendigste Szene aller Zeiten zu filmen. Seid ihr bereit? Eine Frau geht zu einem Spiegel mit einer Kerze, packt ihre Brüste aus, massiert sie, packt sie wieder ein und geht. 80 Sekunden Film für euch. Freakshow! Naja, jedenfalls sind mittlerweile die Jugendlichen durch die Musik komplett wahnsinnig geworden. Der Film wird quasi zu einer Mischung aus das Dorf der Verdammten und ein Kind zu töten. Und der Lehrer ist nach wie vor der Einzige, der das checkt, bis dann in der 67. Minute seine Frau draufzahlt.
quasi nach wie vor wie in der Klasse von 1984. Julia, die weibliche Hauptdarstellerin, die bis jetzt aber noch nicht wahnsinnig viel Notwendiges geleistet hat und deswegen von mir noch nicht erwähnt wurde, attackiert ihren Lehrer, wird geschlagen und plötzlich bildet sie so Zähne und Klauen aus und mutiert dann irgendwie zu E.T.'s hässlichem Cousin. Ich meine, ich muss zugeben, ich habe jetzt schon von einigen Seiten gehört, dass Rockmusik angeblich böse ist. Und der Film scheint ja diese Message auch nicht gerade unterbinden zu wollen. Aber dass man durch Rockmusik sich in einen Alien verwandelt, das ist mir irgendwie ehrlich gesagt neu. Aber vielleicht war das auch das, was Drew Barrymore am Ende von Doppelgänger wirklich passiert ist. Naja. Die Effekte sind auf jeden Fall herrlich trashig, aber haben auch wirklich einen Charme. Ich muss zugeben, ich liebe Filme mit diesen alten, billigen Gummimonstern. Es wirkt zwar nicht wahnsinnig glaubwürdig, aber hat meiner Meinung nach einfach wesentlich mehr Atmosphäre und wesentlich mehr Charme, als es irgendein CGI-Monster jemals haben könnte. In der 75. Filmminute startet dann der finale Konzertabend und damit mehr oder weniger auch das Finale des Films. Und unser Sänger Damien spricht mittlerweile nur mehr mit dieser dämonischen Beschwörungsstimme. Was ich mich dabei eigentlich frage ist, was macht er an den Tagen zwischen den Konzerten? Verwandelt er sich wieder zurück? Wird er wieder ganz normal? Wenn der Lehrer und andere Leute möglicherweise glauben, dass die Musik dafür verantwortlich ist, wie sich die Kinder komisch verhalten, wieso hat ihn noch niemand konfrontiert? Vor allem meine Lieblingsvorstellung ist, nein, er bleibt quasi so, er bleibt immer mehr der Dämon und ich stelle mir dann zum Beispiel vor, wenn er dann mit dieser Dämonenstimme durch seinen Alltag gehen muss und sich zum Beispiel Pizza bestellt, muss dann irgendwie so klingen. Ja, einen guten Abend. Ich hätte gerne einmal Provinziale mit extra Speck. Ja, und können Sie Froschaugen und die Seelen der Geschändeten auch noch drauf tun? Was, das kostet extra? Verdammt seid ihr! Ja, ich glaube, wenn er das machen würde, wäre es zumindest für seine Stimmbänder nicht wahnsinnig gesund. Auf jeden Fall, wir sind voll in diesem finalen Konzertritual, sonst irgendwas. Der Lehrer schleicht sich am Boden entlang zur Bühne und alle sind so in Trance, dass sie das nicht mitbekommen. Sie bemerken es nicht einmal, wenn er dann einen Kanister auspackt und beginnt, die Bühne mit Benzin zu übergießen, bis dann irgendwann einmal doch der Sänger draufkommt und ein Lehrer wird dann gefangen genommen, wird auf die Bühne gebracht und meint quasi zu Damien, was hast du mit meinen Kindern gemacht? Und ja, Damien antwortet darauf, deine Kinder, das sind jetzt meine Kinder. Und wenn ich genau nachdenke, verbirgt sich in dieser Dialogzeile möglicherweise irgendein ganz böser Brangelina-Scherz. Aber egal, Damien verwandelt sich dann irgendwie in Godzillas Sohn, keine Ahnung, so mit überdimensionalen Wackelarmen und dieses mächtige Wesen aus der Hölle wird damit besiegt, dass der Lehrer einfach mit seinen Fäusten und mit einem Stock auf ihn einprügelt und ihm dann irgendwann einmal eine Dynamitstange entgegenhaut, die er aus unerfindlichen Gründen irgendwie hat. Keine Ahnung. Und vor allem das Beste ist, dass ihn seine Sklaven, Godzillas Sklaven quasi zu ihm sogar noch hinzerren, wo der Lehrer diese brennende Dynamitstange in der Hand hat und keiner auf die Idee kommt, dui, wir sollten ihm die wegnehmen. Ha ja, clever. Und das Interessante ist, sobald Godzilla brennt, ist scheinbar in derselben Sekunde jeglicher Bann, den Damien irgendwie auswirken konnte, aufgehoben. Alle sind wieder normal und gehen nach draußen, quasi ein echter Anti-Höhepunkt, wie man ihn nur so gern hat. Und damit sind alle geheilt und wir schließen den Film mit einem TV-Report, wo wir erfahren, dass die Band als nächstes im Madison Square Garden spielt und warte mal, wie Damien jetzt dieses Verbrennen überlebt hat, das muss man ja nicht erklären, das war ja quasi nur der Höhepunkt des Films. Aber im Endeffekt, ich muss sagen, das ist ein Teil des Films, der mich jetzt nicht wahnsinnig zufriedengestellt hat, weil ganz ehrlich, wir sehen ihn einmal brennen und
2 Minuten später sehen wir ihn dann wieder ganz vollkommen normal und er gibt sein nächstes Konzert, als wäre nichts gewesen. Da wäre vielleicht sowas wie eine, was weiß ich, Überleitung ganz nett gewesen. Trotzdem muss ich sagen, ist Freakshow meiner Meinung nach ein irgendwie unterhaltsamer, wahnsinnig trashiger Film. Es ist sicher auch kein Trash-Meilenstein, aber trotzdem, ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß an dem Film. Er hat coole Musik und vor allem möchte ich ganz zum Schluss noch erwähnen, bin wahnsinnig zufrieden mit diesem österreichischen Mediabook des Films, das NSM Records auf den Markt gebracht hat. Die Blu-ray bietet meiner Meinung nach für einen Independent-Streifen diesen Alters wirklich gutes Bild, hat angenehmes Grain, wirkt auf jeden Fall nach echtem HD-Bild. Das Mediabook wurde von RK von 84 Entertainment hervorragend gestaltet und ist optisch wirklich ansprechend. Neben der Blu-ray und der DVD des Films ist auch sogar noch eine Soundtrack-CD dabei für alle, denen die Musik aus dem Film gefallen hat. Und das Einzige, was man sich vielleicht vorher, bevor man sich den Film anschaut, bewusst macht, ist: Freakshow ist nicht die typische Mediabook-Ware, irgendein ultra harter Uncut-Streifen, sondern meiner Meinung nach ein reinrassiger ab 16 Kandidat, der genau in einer einzigen Sekunde ansatzweise Gore und Blut zeigt. Aber der Film braucht's einfach nicht. Meiner Meinung nach lebt Freakshow in erster Linie von seinem coolen 80s-Flair, von der Musik, von den witzigen Charakteren und von seinen extrem trashigen Momenten, die, und zwar wenn man mich fragt, auch gerne noch etwas vermehrt auftreten hätten können, von denen der Film gerne noch etwas mehr vertragen hätte, aber die ihm trotzdem zu keiner Zeit schaden. Und auch, dass die Story des Films jetzt teilweise etwas lückenhaft ist, würde ich dem Film nicht sonderlich zur Last legen. Freakshow ist meiner Meinung nach ein wahnsinnig unterhaltsamer Trashfilm. Der Streifen hat eine echt coole Atmosphäre, hat nette, sympathische, coole Charaktere, hat vor allem coole Musik und in einigen Szenen echt tolles Konzertfeeling und baut seine prinzipiell recht simple Handlung, aber durchaus kontinuierlich auf. Es ist für mich zwar kein Trash-Meilenstein und es ist kein wahnsinnig spannender und faszinierender Film, aber es ist trotzdem ein Film, bei dem man sich irgendwie einfach wohlfühlt. Ein Film, der von einer Szene in die nächste irgendwie fließt, der durchaus eine Erzähldynamik aufweisen kann und der für mich einfach für jeden Trash-Fan durchaus weiter zu empfehlen wird, weil einige der Effektszenen wirklich herrlich ausgefallen sind, der Film einige coole Ideen hat, einige nette Sachen. Das Einzige, was man meiner Meinung nach noch etwas besser auflösen und erklären hätte können, wäre vielleicht der Schluss. Trotzdem, auch wenn Freakshow auf keinen Fall ein perfekter Film ist, all jene, die Trash aus den 80er Jahren inklusive herzigen Gummipuppen gerne sehen, die können sich Freakshow auf jeden Fall ansehen.